Ja, vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank für die Einladung und schön, dass Sie alle hier sind. Ich werde jetzt versuchen, in 10 Minuten ein bisschen was zu der Organisation zu erzählen, wo ich arbeite, Christliche Initiative Romero. Und ja, den Rest hatten Sie ja schon gesagt. Die Christliche Initiative Romero wurde 1980 gegründet. Und wir haben mittlerweile 3 Büros in Deutschland, also auch nur in Deutschland. Das Hauptbüro ist immer noch in Münster, da habe ich 10 Jahre gearbeitet. Und jetzt haben wir noch eine Außenstelle in Berlin und Nürnberg. Ich arbeite jetzt seit 4 oder 5 Jahren in Nürnberg. Hintergrund sind persönliche Gründe. Ich komme aus der Gegend und ich wollte irgendwann wieder mal dort leben, auch näher an der Familie. Und die Christliche Initiative Romero hat 9 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, ich denke, das Erste, was bei dem Namen Christliche Initiative Romero auffällt, ist Romero. Und ich denke auch, einige von Ihnen sagt, oder einigen sagt der Name was. Romero war Bischof in El Salvador 1977 bis 1980. Nach ihm hat sich die Christliche Initiative Romero benannt. Und das wissen bestimmt auch viele von Ihnen, die 70er und 80er Jahre waren in Mittelamerika geprägt von großer Repression, auch El Salvador. Da lag auf der einen Seite gab es dort eine starke Machtkonzentration bei ungefähr 14 Familien, denen gehörte fast das ganze Land. Und wenn einige sehr reich sind, dann sind viele sehr arm, das ist auch logisch. Und wer damals diese Ungerechtigkeiten anprangerte, auch Priester, die das thematisierten, die wurden sofort als Kommunist bezeichnet. Ja, das war also die Zeit des Kalten Krieges. Und das führte sehr oft dazu, dass diese Menschen umgebracht wurden. Also wer nur thematisierte, das ist ungerecht, dass hier die Leute unterernährt sind, der riskierte schon sein Leben. Und es gab damals eine Aktion, da wurden Flugblätter verteilt. Und da stand auf den Flugblättern, die wurden von der Luftwaffe in El Salvador mit dem Flugzeug abgeworfen, da stand drauf, sei Patriot, töte einen Priester. Also so gefährlich waren damals Priester eingeschätzt, weil die eben für Gerechtigkeit sich oftmals einsetzten. Ja, und der Bischof Romero kam 1977 ins Amt und der war anfangs ängstlich, bald aber entsetzt über die Ungerechtigkeiten, die im Land herrschten, über die Willkür, über Folterungen, über die Toten, die jeden Morgen auf den Straßen lagen. Und innerhalb von diesen wenigen Monaten und Jahren wurde er eigentlich zu einer Stimme der Stimmlosen und ja, wurde letztendlich stand für einen Schrei nach Gerechtigkeit. Und das führte dazu, dass er am 24. März 1980 am Altar erschossen wurde, weil er ein paar Tage vorher das Militär aufgefordert hatte, die Waffen nicht länger gegen das eigene Volk zu erheben. Und man muss sagen, Romero lebt im Volk fort. Also ich kriege das auch jedes Jahr mit. Ich bin bei der Romero-Initiative auch der Zuständige für die Projekte in El Salvador. Also Sie finden immer noch die Graffitis, also die Wandsprühereien, Wandmalereien, wo steht Romero lebt. Also er lebt im Volk fort, er ist immer noch ein Hoffnungsträger für mehr Gerechtigkeit. Und die Christliche Initiative hieß damals Christliche Initiative El Salvador, die hat sich dann eben umbenannt zu Christliche Initiative Romero und wollte damals und will das heute immer noch den Stimmlosen eine Stimme geben im Sinne Romeros, Unrecht anprangern und sich für ein Leben in Würde einsetzen. Wir haben 2 große Arbeitsschwerpunkte. Das eine ist die Projektarbeit in Mittelamerika. Und das zweite ist Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland. Zur Projektarbeit zählen Projekte, wo wir Basisgemeinden unterstützen, nicht nur in El Salvador, auch Honduras, Guatemala, Nicaragua. Projekte des Umweltschutzes unterstützen, Frauenorganisationen unterstützen, die Rechte arbeitender Kinder unterstützen, aber auch bei Katastrophenhilfe, kommt auch oft vor in Mittelamerika, die Hurricanes zum Beispiel, Erdrutsche. Und wir finanzieren uns aus Spenden, aber auch über Europäische Union, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Weltgebetstag der Frauen und so weiter. Ja,
ein großer Teil unserer Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland ist, worum es auch heute Abend geht, Arbeitsrechte in Maquilas, also in den Weltmarktfabriken oder Nähfabriken für Bekleidung. Und wir sind eine der Organisationen, die in Deutschland die Kampagne für saubere Kleidung mitgegründet hat. Und das Ziel dieser Kampagne ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der weltweiten Bekleidungsindustrie. Denn in dieser Industrie sind Arbeitsrechtsverletzungen die Regel und nicht die Ausnahme. Also auch die aufgeführten Katastrophen, die Sie genannt haben, das ist eine Spitze des Eisbergs und das sind die schlimmsten Katastrophen. Die schaffen es natürlich in die Medien, aber die tägliche Katastrophe, die findet man kaum in den Zeitungen, aber sie findet statt, wo eben niemand stirbt, aber sich vielleicht verletzt oder sich so krank arbeitet, dass er oder sie nicht mehr länger in dieser Industrie arbeiten kann. Ein Foto hier aus El Salvador, da frage ich immer, wenn ich in den Unterricht gehe, was das ist, und dann kommt immer, das ist ein Gefängnis. Ich finde, es sieht auch so aus, Stacheldraht, Überwachungskameras, ist natürlich kein Gefängnis. Das ist eine Weltmarktfabrik für Bekleidung in El Salvador, die seit vielen Jahren für alle großen Sportbekleidungshersteller fertigt. Die Qualität ist gut, die Arbeitsrechte nicht. Also Adidas, Puma, Nike, alle sind dort. Unser Ansatz, wir glauben, diese Zustände muss man öffentlich machen, denn jeder Konzern, jedes Unternehmen hat Angst vor einem Image-Schaden, denn das kann Umsatzeinbußen mit sich bringen. Das ist das eine, also deswegen auch hier rechts das Foto. Das war die letzte Adidas-Aktionärsversammlung am 8. Mai. Da hatten wir eine Gewerkschafterin eingeladen aus El Salvador. Die hat für Adidas lange auch genäht, wurde entlassen, findet seitdem auch keine Arbeit mehr. Die hatten wir eingeladen, die hat dort als kritische Aktionärin gesprochen und eben die Missstände thematisiert vor dem Vorstand, vor dem Aufsichtsrat und vor der ganzen Presse Deutschlands, kann man sagen. Das ist das eine, öffentlich machen. Und das andere ist, wir suchen auch konstruktiv nach Lösungen. Da könnte man auch einige Beispiele aufführen, wo wir, glaube ich, auch schon mal Sachen anstoßen konnten, wo sich Arbeitsrechte dann zum Positiven gewandelt haben. Auch das nur noch wenige Beispiele. Hinten liegen auch ein paar Informationsmaterialien. Das ist ein Faltblatt, wo wir ein Aldi-Infoblatt nachgebaut haben, aber mit den richtigen Informationen, also was verdient die Näherin, was für Schadstoffe sind in der Jeans, was bekommt der Pflücker der Melonen und so weiter. Genau. Noch wenige Fotos von Aktionen. Das ist eine Kollegin bei der Puma-Aktionärsversammlung, spricht dort als kritische Aktionärin. Eine Protestaktion zu G-Star, das ist ein teurer Jeanshersteller. Also da sind die Aktionen und Aktivitäten vielfältig. Ja, das in aller Kürze, dass Sie sich ein bisschen vorstellen können, wo ich arbeite. Und ja, ich glaube, jetzt übergebe ich an den Herrn Hein. Klasse, danke. Eine Sache habe ich jetzt noch vergessen. Ich lasse so eine Liste herumgehen, wenn jemand Lust hat. Wir verschicken viermal im Jahr einen E-Mail-Newsletter und haben auch ein Heft viermal im Jahr, das kostenlos ist. Wenn Sie Lust haben, tragen Sie sich ein. Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir in Kontakt treten können, gerade wenn es große Katastrophen gibt. Also ich gebe es einfach mal durch. Das war eine gute Überleitung. Es dauert nämlich noch etwas, bis der Computer von Herrn Heimann angestapselt ist, aber jetzt ist es soweit. Jetzt hat es. Wunderbar. Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Göttingen ist wirklich eine tolle Stadt. Ich habe nicht so ganz viel Zeit gehabt, jetzt vom Bahnhof hier rüber zu laufen. Bin auch ein paar Jahre nicht mehr hier gewesen, aber ich komme immer so durch, wenn ich ins Wochenende fahre, komme ich immer durch Göttingen durch. Und nächstes Mal habe ich mir vorgenommen, nehme ich mir noch ein, zwei Stunden mehr Zeit. Ich habe einen ganz tollen Teeladen vorhin entdeckt, wo ich unbedingt nochmal wieder hin muss. Aber jetzt sind wir erstmal hier, um tatsächlich über Zu- und Missstände zu reden. Mein Name ist Rolf Heimann. Ich bin vom Beruf Experte für Textilökologie, das kann man eigentlich gar nicht studieren. Studiert habe ich Maschinenbau
und habe aber mein ganzes Leben in der Ökologie gearbeitet, früher eine Firma geleitet, die ökologisch optimierte Farben hergestellt hat und so weiter, und bin jetzt seit 2002 immerhin schon bei Hess Natur. Ja, mein Bereich ist schon vorgestellt worden, komme ich gleich nochmal drauf. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, mit zwei, drei Folien Hess Natur vorzustellen, damit wir, wenn wir hinterher später über Herausforderungen sprechen können, dass wir dann auch eine gemeinsame Idee haben, ja, wo liegen tatsächlich Herausforderungen, wo liegen auch für Hess Natur noch Schwierigkeiten. Ganz kurz, Hess Natur gibt es schon seit 1976 von Heinz Hess, Anthroposoph und Visionär im Bereich Ökologie, damals auch gegründet, und wir würden uns heute tatsächlich, wir sind so selbstbewusst, uns als führender Naturtextilhersteller zu bezeichnen, wobei wir gar nicht unbedingt die Quantität meinen, sondern auch die Qualität, da komme ich gleich noch hin. Also ein Unternehmen mit gut 330 Mitarbeitern, Deutschland, Österreich, Schweiz vertreiben wir, und wir vertreiben per Katalog traditionell, übers Internet wird natürlich immer wichtiger, und wir sind gerade dabei, zunehmend Läden aufzumachen, weil dieses Mode hat ja auch was mit Sinnlichkeit zu tun. Sie möchten ja auch in Qualitäten reingreifen. Wir haben jetzt bei uns in der Nähe von Frankfurt, eben in Butzbach, einen großen Laden, in Frankfurt, in Hamburg, München und Düsseldorf, und ich bin gespannt, wann wir mal nach Göttingen kommen, aber wir haben eine Menge Kunden hier auf jeden Fall. So, jetzt ganz wichtig schon, auch gleich für die weitere Thematik, müssen Sie wissen, was vertreiben wir? Wir haben Damenoberbekleidung, Wäsche, Herren, Kinder, Baby, Kiko, Schuhe, also wir haben das volle Sortiment, und dieses volle Sortiment schaffen Sie nur, wenn Sie entsprechend viele Lieferanten auch haben, und tatsächlich sind unsere Lieferanten auch nicht nur in Deutschland, man kann gar nicht mehr so viel in Deutschland produzieren. Wir haben zum Beispiel unsere Hanfartikel oder unsere Seidenartikel, die aus einem Bioseidenprojekt kommen aus China. Wir haben in Peru, bekommen wir unser Alpaka. Wir bekommen aus den baltischen Republiken, werden Baumwollartikel für uns gemacht und so weiter. Wir sind tatsächlich, und wir sind auch, wird Sie vielleicht überraschen, auch in Bangladesch, oh Schreck, aber warum eigentlich nicht in Bangladesch? Auch die Arbeiterinnen in Bangladesch hatten Recht auf Arbeit. Entscheidend wird sein, und das werden wir ja nachher bestimmt intensiv diskutieren, unter welchen Bedingungen arbeitet denn die Arbeiterin in den einzelnen Ländern. Ich will noch eine Folie ganz schnell, was ist tatsächlich unser Grundmodell? Hess Natur ist eine Marke, hat also ein eigenes Design. Wir haben 12 Designer, die das eigene Design festlegen. Wir gehen also nicht einfach irgendwo raus und kaufen irgendwie zu, sondern entwickeln die Textilien, die Bekleidungsstücke tatsächlich selber. Und ganz wichtig für unser Unternehmen ist, dass wir nachhaltige grüne Mode für uns definiert haben. Also wir haben eigene Richtlinien, und ganz wichtig auch, das lang der Textilienkette sehr transparent zu machen. Und die Frage, was macht der Eimer den ganzen Tag, kann ich mit dem unteren Punkt tatsächlich beschreiben. Früher hieß mein Bereich nämlich Innovation und Ökologie. Ökologie ist inzwischen viel mehr, wir machen viel mehr als nur Ökologie, aber Innovation ist es noch immer. Merken Sie, bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Hess Natur waren die Ersten, die Bio-Baumwolle angebaut haben. Wir waren die Ersten, die Yak nach Deutschland geholt haben. Wir haben ein eigenes Bio-Leinen-Projekt in Hessen. Wir sind Kooperationspartner von afrikanischen Baumwollanbauprojekten. Wir haben ein Sozialprojekt in Kathmandu, wo ehemalige Leprakranke für uns ganz tolle Pashmina-Schals machen. Super tolle Qualität. Aber wir sind auch in Bangladesch, wo wir vom Professor Yunus, Nobelpreisträger, der diese Mikrokreditgeschichte nach vorne gebracht hat, der aber auch ein eigenes Textilwerk mit seiner Organisation, Hilfsorganisation betreibt,
Auf seine Einladung sind wir da runter und arbeiten seitdem auch zwar wenig, aber auch in Bangladesch. Und das wird in erster Linie von meinem Bereich moderiert und vorangetrieben. So, jetzt würde ich gerne eine kurze Definition vielleicht dann geben für die weitere Diskussion, wenn wir auch so über Nachhaltigkeit sprechen. Ganz kurz, Hess Natur, ganz wichtig, Mode, wir sind eine Modemarke, das ist ganz wichtig, das stehen wir auch zu, das möchten wir. Dann zweite Qualität ist die zweite Säule, auf der wir stehen. Qualität, also Passform, Verarbeitung, aber auch Material entwickeln auf Basis von natürlichen Fasern in erster Linie oder ausschließlich. Und dann, wie wir uns als grüne Marke definieren, da habe ich ein Konzept mal entwickelt, was ich ganz kurz nur mit Ihnen teilen möchte, und das haben wir den holistischen Ansatz genannt, also diesen ganzheitlichen Ansatz, der nämlich auf diesen inzwischen 5 Säulen steht: Ökologie, Human-Umwelttoxikologie, da kommen wir her, ist ganz wichtig, ein Textil darf natürlich nicht giftig sein, darf die Umwelt nicht belasten, dann das Thema Arbeitsbedingungen, unter welchen Bedingungen wird dann bitte produziert, wie können wir den Code of Labor Practice, also die ILO-Konvention, über die wir mit Sicherheit gleich noch reden, wie können wir die Einhaltung verbessern, eines Tages tatsächlich mal auch richtig umsetzen. Dann die nachhaltige Produktion wird immer wichtiger, also hinzugehen und sagen, wie viel Wasser, wie viel Energie, wie viel CO2 wird dann produziert, aber auch in die Nachhaltigkeit, in den Konsumgedanken, also langlebige Produkte zu machen. So, und dann die dritte Säule in der Mitte, die habe ich genannt Fairhandelsbeziehung, also dieses klassische Fair Trade, was wir kennen. Ist aber eine Fairhandelsbeziehung, ist meines Erachtens nach viel mehr. Natürlich ist das die Fairhandelsbeziehung zum Bauern in Westafrika, Burkina Faso, der für uns die Baumwolle anbaut. Eine Fairhandelsbeziehung haben wir aber auch zu unserem Kunden. Faires Preis-Leistungs-Verhältnis, aber auch Fairness in Bezug auf Transparenz zum Beispiel. Und das habe ich mir erlaubt, jetzt nochmal auf einer Folie sozusagen, wenn wir nachher auch in die Diskussion kommen, diese Begrifflichkeit von Fairware und diesem Fair Trade, diese Gedanken, dass wir das zusammenbringen bzw. differenzieren können. Also Fair Trade in der Definition vielleicht, wie ich sie gerade gebracht habe, und Fairware wäre für mich, unter welchen Arbeitsbedingungen wird dann produziert. Das wäre eine Begrifflichkeit, mal vor, wie ich sie benutze, wie immer wir uns darauf einigen. So, dann komme ich auch schon fast zum Ende, sollte mich ja kurz fassen. Da wäre also noch wichtig, wenn man über Glaubwürdigkeit spricht, das wäre mir nochmal wichtig hier zu erwähnen, dass man immer die ganze textile Kette erwähnt. Also wirklich vom Anbau, wo wird es dann gesponnen, ganz wichtig, wo wird es gefärbt, mit welchen Farbstoffen, wie wird es ausgerüstet und so weiter, dass man wirklich die Informationen hat. Also wenn man dieses Jackett hinter, dass ich dann wirklich alle Informationen habe, wo kommt die Baumwolle, mit welchen Farbstoffen und am Ende natürlich unter welchen Bedingungen ist es wo produziert worden. Und wenn wir über Arbeitsbedingungen heute Abend reden, fangen wir vor allen Dingen ganz hinten in der textilen Kette an, in der Konfektion, weil da passiert eigentlich so das größte Unrecht, da muss man am meisten hingucken, das sind Näherinnen, sind Arbeitsplätze sind tatsächlich überwiegend von Frauen und historisch bis heute auch extrem schlecht bezahlt. Also das ist die richtige Strategie, sozusagen hinten in der textilen Kette anzufangen. Und Hess Natur, und dann bin ich tatsächlich auch fertig, ich glaube, dann habe ich mich gut an die Zeit gehalten, versucht jetzt, diese Arbeitsbedingungen permanent zu verbessern. Das ist mir auch ganz wichtig, da will ich auch ganz offen und transparent sein. Ich glaube, es könnte sich keiner hier, auch wenn der eine oder andere einer Einladung vielleicht nicht gefolgt sein mag, aus welchen Gründen auch immer, aber auch eine Hess Natur kann sich jetzt nicht einfach hier hinsetzen und sagen, alles Paletti mit Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen gibt es überall, auch in Fabriken von Hess Natur, noch zu verbessern.
Wenn wir gleich die ILO-Kernarbeitsnormen mal durchgehen, Living Wage heißt so viel wie eine Arbeiterin muss so viel verdienen, dass sie davon leben kann, ihre vierköpfige Familie ernähren und dass sie sich was an die Seite legen kann. Und dann sage ich immer so ganz provokativ, naja, selbst in der reichen Schweiz, eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, medizinisch-technische Angestellte, wird das nicht schaffen, ohne in Zürich dann noch Wohngeld oder staatlich unterstützen. So. Also und jetzt stellen wir uns vor, wie sieht es in der Ukraine aus oder wie sieht es in Mazedonien aus, überhaupt nicht lustig, oder wie sieht es dann in Bangladesch aus, oder gibt es noch eine Menge zu tun. Oder Freedom of Association, wenn Sie nach China gehen, gibt es nur eine Einheitsgewerkschaft, wenn Sie in die Türkei gehen, da haben Sie ganz große Akzeptanzprobleme der Arbeitgeber gegenüber den Gewerkschaften, das hat eine lange Historie, also da gibt es noch eine ganze Menge zu tun für allen, wir von uns allen gemeinsam, das muss man wissen, aber es gibt Riesenunterschiede. Es gibt wirklich katastrophale Arbeitsbedingungen, unter denen man auf keinen Fall produzieren lassen sollte. Und es gibt eben Firmen, wo es erheblich besser ist. Das kann in Deutschland sein, das kann in Thailand sein, das kann aber in jedem anderen Land sein. Wichtig ist, dass ein Unternehmen, was für sich produzieren lässt, dass es die Informationen hat und stetig daran arbeitet, diese Bedingungen zu verbessern. Und dafür braucht es, und deswegen sage ich immer, es gibt eine Konformitätsebene, wie ich mich mit meinem Lieferanten vereinbare und sage, ich möchte das so. Und dann gibt es eine Plausibilitätsebene, wo man eben hingeht und sagt, so jetzt machen wir es mal plausibel und jetzt versuchen wir gemeinsam dahin zu kommen. Und da will ich jetzt hier an dieser Stelle noch nicht weiter reingehen, aber ich denke, das wäre lohnenswert, das später nochmal zu diskutieren. Und deswegen, wenn Sie bei einer Firma hinterfragen wollen, unter welchen Arbeitsbedingungen lässt du denn produzieren, wie stellst du sicher, fragen Sie immer, wie sind die Strukturen, welche Management- oder Monitoring-Systeme das Unternehmen hat. Da können Sie also eine ganze Menge ablesen. In dem Zusammenhang habe ich übrigens von Mike Pflaum, den ich jetzt 12 Jahre kenne, zu Anfang unserer ersten Begegnung, die noch nicht ganz so gemütlich waren, habe ich eine Menge gelernt, was zum Beispiel diese dritte Säule angeht, Umsetzung oder Verbesserung von Beschwerdesystemen. Also dieses, was wir heute Abend diskutieren, meine Damen und Herren, ist tatsächlich ein organischer Prozess, wo wir im Grunde alle, aber auch Sie als Verbraucherin, als Konsumenten daran teilhaben können. Jetzt habe ich Ihnen vielleicht schon über. Ja, ich nehme die Überleitung an. Ich denke, die Arbeitsbedingungen sind ein ganz wichtiger Punkt. Und meine Frage wäre an Mike Pflaum, wie sind die Arbeitsbedingungen ganz konkret in der Textilindustrie in Bangladesch, in Indien, in Thailand, auch in anderen Ländern? Wie ist das konkret? Und dann die Frage ganz konkret nochmal an Sie, Herr Heimann, wie kontrollieren Sie das als Unternehmen? Sie beziehen ja auch Ihre Produkte aus Thailand, China, Indien beispielsweise. Wie sieht da die konkrete Kontrolle der Arbeitsbedingungen dann aus? Ja, zur Frage, wie sind die Arbeitsbedingungen? Ich hatte sie eigentlich schon ganz kurz beantwortet. Arbeitsrechtsverletzungen sind die Regel und nicht die Ausnahme. Das heißt, in den ganzen Ländern, wo weltweit Bekleidung hergestellt wird und sind bestimmt 60 Länder, kommt es ständig zu Arbeitsrechtsverletzungen. Ich glaube, eines der größten Probleme ist die Lohnfrage, dass Menschen, die Vollzeit Kleidung nähen, nur einen Hungerlohn verdienen. Also dass eben kein Lohn bezahlt wird, der grundbedürfnisbefriedigend ist. Könnte man viele Beispiele jetzt bringen, aber Bangladesch ist der Mindestlohn zum Beispiel 50 Euro. Also da weiß man jetzt nicht genau, wie die Kaufkraft dort ist, aber es ist viel zu wenig. Also deswegen streiken auch Menschen dort oder kämpfen für höhere Löhne. Also ein Punkt, die Löhne sind viel zu niedrig. Die sind so niedrig, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen, meistens sind es Frauen, zu jeder Überstunde bereit sind. Ja, bereit in Anführungszeichen, für mich ist das fast ein Zwang. Wenn sie nämlich nicht wissen, wie sie ihre Kinder satt kriegen, dann werden sie nach jeder Überstunde gieren. Das ist für den Fabrikbetreiber sehr angenehm, weil er immer ein Heer von Arbeiterinnen hat, die alles mitmachen, jede Überstunde leisten. Da kommt man schon zum zweiten Punkt. Die Überstunden sind oft sehr hoch. Also den 8-Stunden-Tag gibt es da fast nicht. Es gibt 12 Stunden, es gibt 14, 16 Stunden. Also
Teilweise wird die Nacht durchgearbeitet, wenn die Lieferung fertig werden muss. Diese Kombination aus viel zu geringe Löhne und dieser große Arbeitsdruck und diese Überstunden leisten zu müssen, die führen dazu, dass die Näherinnen teilweise gar nicht mehr zur Toilette gehen. Also dass sie da keine Zeit versuchen zu verlieren, wieder in Anführungszeichen. Das ist natürlich auch ein Problem. Dann trinkt man viel zu wenig. Das sind oft tropisch heiße Länder. Da würde jeder Arzt sagen, sie müssen mindestens 4 Liter am Tag trinken. Jetzt trinkt man fast gar nichts, dass man nicht auf die Toilette muss. Natürlich schlimm für die inneren Organe. Also Harnwegsinfekte und so weiter sind auch da ganz normal. Der Arbeitsdruck ist groß, die psychologische Belastung ist groß. Es führt so weit, das haben mir jetzt wieder die Gewerkschafterin, die wir zur Adidas Aktionärsversammlung eingeladen hatten, die hat erzählt, in El Salvador wird im Modul oft gearbeitet. Also verschiedene Arbeiterinnen bilden eine Gruppe und die fertigen dann, die eine macht den Arbeitsschritt, die andere näht das an, die nächste macht das. Wenn eine mal zum Arzt muss, fragt der Chef teilweise die Kolleginnen, ob die glauben, dass das berechtigt ist. Und die sagen dann ganz oft, das ist nicht berechtigt, die drückt sich nur, ja, weil der Druck so groß ist. Also da wird auch noch so eine Konkurrenzsituation geschaffen. Also man könnte ganz viele Beispiele bringen. Was am Ende dabei herauskommt, dass in den meisten Fabriken die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dass die Leute, die vielleicht mit 18 dort anfangen zu arbeiten, spätestens mit 35 so kaputt gearbeitet sind, dass sie es nicht mehr schaffen, in der Industrie weiterzuarbeiten. Und das wäre jetzt so ein anderes Thema. Aber was passiert mit einem Land, wo ein großer Teil der Arbeitskräfte mit 35 Jahren kaputt gearbeitet ist? Also die können nicht mehr in der Industrie arbeiten. Die landen im informellen Sektor. Aber wäre ein anderes Thema. Aber das vielleicht so, was ich jetzt ganz vergessen habe, Brandschutz, Gebäudesicherheit, auch das haben wir ja, hatten Sie gebracht, das Beispiel aus Bangladesch, wo die Fabrik... Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Ja. Sie hatten das vorhin, als wir uns kurz besprachen, als Sie kamen, hatten Sie das erzählt von dem Hochhaus Rana Plaza Anfang letzten Jahres, das zusammengestürzt ist. Das fand ich ganz beeindruckend. Es sind ja manchmal so die kleinen Dinge, die kleinen Geschichten, die deutlich machen, wie ein System funktioniert, also wie es letztlich ist. Vielleicht mögen Sie das nochmal erzählen. Genau, was wir vorhin erzählt hatten. Die meisten Unternehmen, die uns Kleidung verkaufen, auch in Deutschland, die haben keine eigenen Fabriken. Also man vergibt einen Auftrag an irgendeinen Auftragnehmer weltweit. Ob der jetzt in Bangladesch oder El Salvador sitzt, ist eigentlich egal, wenn die Ware in der gewünschten Qualität und Zeit hier ankommt. Beispiel Rana Plaza, dieses eingestürzte Fabrikgebäude. Im Erdgeschoss war eine Bank, also so Sparkasse, Raiffeisenbank, also so eine Bank, so eine Geldbank. Man hat die Risse im Haus gesehen und die haben ihre Computer rausgeholt, die haben das Geld rausgeholt und am nächsten Tag durfte keiner von Angestellten mehr rein und keinem ist was passiert. In den Stockwerken darüber waren Bekleidungsfabriken und weil der Lieferdruck so groß war, weil die Ware fertig werden musste, hat man die Arbeiterinnen gezwungen reinzugehen. Gezwungen heißt jetzt nicht mit der Waffe in der Hand, aber über diesen ökonomischen Druck. Und selbst die Vorarbeiter sind mit rein, man hat die Risse gesehen und dann ist das Haus eingestürzt. Also das ist für mich so ein Beispiel, dass es ein bisschen verständlich macht, was da für ein unglaublicher Druck herrscht. Auch von den Chefs sind teilweise Leute in den Trümmern umgekommen, weil die auch gesagt haben, wenn wir die Ware nicht rechtzeitig aufs Schiff kriegen, zahlen wir so eine Strafe, dass sich das ganze Geschäft nicht mehr lohnt. Und ich habe gestern, damit schließe ich, hat mir jemand von der GITZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, war dieser runde Tisch, also so Textilsiegel, hat jemand von der GITZ gesagt, die haben berechnet, dass man in Bangladesch, macht ein Fabrikbetreiber pro Arbeiterin im Monat ungefähr 50 Dollar oder Euro Gewinn im Monat. Also pro Arbeiterin, wenn alles gut läuft, 50, ich sage jetzt mal Euro, ich habe es vergessen, die Währung, aber es fast ist ja ähnlich. Also wenn dann was dazwischen kommt, wenn man jetzt eine Strafe zahlt, weil die Ware vielleicht 3 Tage zu spät auf dem Schiff ist, ist die ganze Gewinnmarge weg. Also das ist eines von den Beispielen, was für ein Druck in diesem System ist. Ja, der Druck ist natürlich, ich bin eingeladen worden nach Dakar vor 2-3 Jahren und habe vor der
vor der Arbeitgeber, vom Arbeitgeberverband auch gesprochen und habe gesagt, das ist auch die falsche Strategie im Land, die ihr habt. Geht auf, von mir aus auf preiswert, aber nicht auf billig. Also das Land wirbt damit, die Aufträge ins Land zu holen, dadurch, dass sie die billigsten sind. Und es war tatsächlich über 15, 20 Jahre jetzt. Man ist irgendwann von Deutschland weggegangen nach Polen. Das ist dieser Konfektionstourismus, wie ich immer sage, hat sich immer weiter nach Osten verlagert und ist jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen. Am Ende der Fahnenstange ist jetzt wirklich Kambodscha, ist Bangladesch und billiger geht nicht mehr. So, und ja, und damit wir im Westen dann in die Läden gehen können und für 3 Euro T-Shirts kaufen. Also das ist tatsächlich auch, und das ist auch wirklich so ein Schweinezyklus, da gebe ich Ihnen recht, Mike, dass, wie sich das hochgebaut hat, und das ist dann innerhalb der westlichen Firmen dann auch wieder, dass dann die Einkäufer dann wirklich nur auf die Cents achten und dann irgendwie in die Firmen gehen, und das sind wirklich leider heute immer noch ganz wenige Firmen, die dieses Spiel nicht mitspielen, die ganz bewusst dann da rausgehen und sagen, nein, wir machen das nicht und wir wollen das anders machen. Und das sind natürlich dann auch Firmen, die nicht in so einem Billigpreissegment arbeiten, wobei man auch fairerweise sagen muss, es gibt auch Firmen, die ihre T-Shirts für 79 Euro verkaufen, die unter gleichen Bedingungen, ja. Also da ist es ja dann noch verwerflicher, also wobei ich kann da keine Gradierung finden eigentlich, ehrlich gesagt. Also es ist immer Käse. Aber ich bringe Ihnen ein anderes Beispiel, um diese Komplexität nochmal aufzuzeigen. Wir haben einen Lieferanten, der in Griechenland sitzt und der über die Ecke rüber in Mazedonien Teile seiner T-Shirts produziert. Und dann sind wir da hingegangen und haben gesagt, boah, was in Mazedonien, grundsätzlich die Arbeiter dann verdienen 150 Euro, das kann es doch nicht sein. Dann hat es eine Initiative von der Fair Wear Foundation, wo wir Mitglied sind, können wir vielleicht gleich nochmal ein Wort drüber verlieren, hat man sich zusammengesetzt, wie kriegen wir das hin, dass die Arbeiterin mehr verdient. So, dann haben wir ein Meeting gemacht in der Hauptstadt und dann waren die Gewerkschaften da, dann waren die Arbeitgebervertreter da und dann haben wir gesagt, so jetzt lass uns doch mal gucken, wie kriegen wir das hin, dass die Arbeiterinnen mehr verdienen. Und dann waren alle ganz aufgeregt, naja, aber wenn wir das so machen, dann werden die Produkte teurer. Und was machen dann die westeuropäischen Firmen? Dann hoppeln sie ins nächste Land. Und dann gehen sie rüber nach Rumänien, nach Ungarn oder eben landen irgendwo in Bangladesch, weil da kriegen sie es noch billiger. So, und das heißt also, du musst es, und dann hat es eine, und das finde ich eine sehr innovative Idee, in diesem Projekt arbeiten wir gerade sehr intensiv rein, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns doch mal gucken, wie kann man die Effektivität in den Prozessen vielleicht erhöhen, weil die Arbeitgeber haben dann in diesem Meeting auch gesagt, naja, die Arbeiterinnen müssen dann auch schneller arbeiten, da habe ich gesagt, oder habe ich mich ein bisschen unbeliebt gemacht bei den Jungs, und gesagt, nee, nach meinen Beobachtungen ist es so, dass das mittlere und gehobene Management bei euch, dass die eine schlechte Leistung machen, die Materialzufuhr, die Arbeitsplätze sind nicht ergonomisch geformt, also die Arbeiterin muss die Dinger dreimal umwandeln, bevor sie dann wieder auf die Maschine kriegt und so weiter, ihr habt die Ware nicht rechtzeitig da, ihr lasst sie zu lange arbeiten, und irgendwie, wenn du eine 60-Stunden-Woche hast, irgendwann ist die Effektivität, nebenbei ist es ja gesetzlich nie erlaubt, aber logischerweise lässt auch schon, meines Erachtens nach 40 Stunden, das ist ein knallharter Job, lässt die Effektivität nach und so weiter und so weiter. So, jetzt haben wir so ein Projekt, wo wir gesagt haben, jetzt lass uns gucken, dass wir diese Prozesse effektiver gestalten und diesen Effizienzgewinn, den wir haben, weil in Mazedonien die Analyse hat ergeben, dass die Effizienz verglichen mit Deutschland bei 56% nur liegt. Also wirklich katastrophale Organisation. So, wenn wir die Organisation jetzt da verbessern, sodass dann die Arbeiterinnen von diesem Benefit, den wir haben, dass die davon partizipiert und tatsächlich diesen Gewinn kriegt. Das klingt nämlich immer so einfach, aber Sie können jetzt zum Beispiel auch nicht, ein Unternehmen wie Hessa Tour kann jetzt nicht zu einem Lieferanten gehen in Litauen, in Kaunas und sagen, pass auf, und die Arbeiterin kriegt jetzt für jedes T-Shirt 10 Cent mehr. Wie machen Sie das? Jetzt nur dann für die Hessa Tour T-Shirts und die dann nur für uns näht, was ist mit den anderen? Also das sind also, ich will damit nur andeuten, das sind auch äußerst komplexe Vorgänge, die sie teilweise haben. Aber ich stimme meine Frau 100%, dann bin ich durch, überein. Es gibt natürlich Grundanforderungen und die sind erheblich höher als mit dem, wo
sich sehr viele Einkäufer weltweit mit zufrieden. Es kann nicht sein, dass unter so katastrophalen Bedingungen produziert wird, wo Arbeitssicherheit nicht eingehalten wird. Ich bin in Fabriken gewesen, die ich mir angucke. Wir gucken uns die Fabriken vorher an. Wir kennen jede Fabrik, in denen genäht wird. Das ist ganz wichtig. Das müssen Sie. Sie müssen die auch besucht haben. Ich habe in Istanbul Fabriken gesehen im 7. Stock. Da habe ich gesagt, zeigt mir mal den Fluchtweg, weil das ist nicht lustig. Fabrikbrände, wenn die dann vielleicht noch mit Viskose und so weiter arbeiten, das geht im Affenzahn, steht der ganze Raum in Flammen. Das ist überhaupt nicht lustig. Sie brauchen unbedingt zwei Fluchtwege in beide Richtungen und so weiter. Da gibt es ja auch Vorschriften für. Dann zeigen die Ihnen ganz stolz den Fluchtweg. Ja, ja, hier gibt es eine Fluchttür. Dann guckt man da runter und hört das Ding. Aber diese Feuerleiter hört im 3. Stock auf. Naja, wenn wir die bis zum Boden machen, dann kommen, klettern uns die Diebe da hoch. Also da gibt es also eine ganze Menge Herausforderungen, die sie noch haben. Oder diese Überstundenproblematik, die natürlich, wo auch ein Unternehmen wie wir dann überlegen müssen, ja, wir wollen die Ware jetzt zum 1. Juli in bei uns im Lager haben. Wenn der neue Katalog rauskommt, möchten sie bestellen, möchten ja auch nicht warten. Die Konsumenten heute sind überhaupt nicht mehr gewillt, auch nur 3 Tage zu warten. Das ist einfach so. So, jetzt müssen Sie gucken, wie können Sie diese Problematik in den Griff kriegen? Können Sie schon vorher produzieren und so weiter? Ich wollte damit nur andeuten, es gibt eine Menge Probleme und es gibt einfach so ein Minimum, wo man auf keinen Fall runter darf, wo es eigentlich auch keine Diskussion mehr gibt. Und das finde ich, was wir auch gemeinsam einfordern müssen, was Sie als Konsumenten auch mit einfordern müssen. Aber Herr Heimann, könnten Sie das ganz konkret sagen? Was unterscheidet jetzt die Arbeitsbedingungen einer Näherin in Bangladesch, die für Sie arbeitet, von einem anderen Unternehmen? In Bangladesch. Und wie kontrollieren Sie es? Genau, in Bangladesch ganz konkret, wir arbeiten ja nur in dieser einen Fabrik zurzeit von Gramin, vom Professor Yunus. Da bin ich gewesen, da sind wir erstmal hingegangen, haben die ganzen Farbstoffe mal umgestellt, dass giftfreie Farbstoffe eingesetzt wurden. Dann haben wir uns die Arbeitsbedingungen angesehen. Gramin hat, was Fluchtwege angeht, was Feuerlöscher angeht, was Erste-Hilfe-Kästen und so weiter angeht, sind die vorbildlich. Da können Sie hin, das können Sie sich angucken. Also wir haben diese Health and Safety, wie wir im Englischen sagen. Also die Arbeitsbedingungen sind sichergestellt. Dann muss man sich die Arbeitsverträge zeigen lassen. Da muss man gucken, wie viel die verdienen. Gibt es eine Überstundenregelung und so weiter. Aber natürlich ist es auch so, dass da die Arbeiterin, die verdient mehr als der gesetzliche Mindestlohn. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass sie jetzt, was weiß ich, 1.500 Euro verdient. Also so ist es natürlich auch nicht. Aber da können Sie in Schritten, können Sie die Arbeitsbedingungen verbessern und überprüfen, sicherstellen, tun Sie das mit einem Managementsystem, dass Sie die Daten erfassen, dass Sie die Arbeitsbedingungen, unter denen Sie produzieren lassen, diesen Code of Conduct, wie wir den nennen, dass der an die wirklich ans schwarze Brett gehängt wird. Und ganz wichtig jetzt, und das war das, was ich vorhin gesagt habe, was ich von Mike Flaum vor 12 Jahren gelernt habe, wo ich damals noch gesagt habe, braucht es das wirklich? Ja, heute weiß ich, das braucht es wirklich. Es braucht Ansprechpartner. Die Arbeiterinnen brauchen Ansprechpartner, an die sie sich wenden können im Beschwerdefall. Wenn es sexuelle Übergriffe, Gewalt und so weiter in diesen Ländern, ist das nicht ganz unüblich. Wenn sie fristlos gekündigt werden und so weiter, also da passieren eine Menge Sachen. Die Arbeiterin muss die Müll, und da habe ich damals gesagt, naja, dann kann ich ja meine E-Mail-Adresse und gegebenenfalls meine Telefonnummer, das war natürlich schrecklich naiv, weil die Arbeiterin hat mich ja mit dem Management zusammengesehen, die trauen mir ja erstmal gar nicht, die wissen ja gar nicht, in welchem Arbeitsverhältnis stehe. Also sie müssen lokale, neutrale Stellen finden, und das ist durch unsere Mitgliedschaft in dieser internationalen Fair Wear Foundation Organisation, die uns dabei geholfen haben oder die das gewährleisten, dass jeweils in diesen Ländern NGO, Nichtregierungsorganisationsvertreter, die dann auch die gleiche Sprache sprechen, die Adressen hängen dann am schwarzen Brett. Und jetzt werden Sie fragen, und rufen die an? Und jetzt sage ich Ihnen, ja, sogar immer mehr. Und jetzt sagen sie, ups. Und dann sage ich, das ist gut so. Weil wenn keiner anrufen würde, würde ich sagen, dann hätten wir ein System, was gar nicht funktionieren würde. Wir sind angefangen vor, glaube ich, 7, 8 Jahren. Weiß ich noch, da bin ich aus meinem Weihnachtsurlaub rausgelockt worden von einer Frau, die in Shanghai, wo für uns Seide genäht wurde, angerufen. Inzwischen haben wir pro Jahr, ich weiß nicht genau, aber bestimmt 10, 16 Beschwerden, die wir haben.
Und das ist gut so, weil diese, die sich beschweren, da kann man dem nachgehen. Einige Fälle von denen sind tatsächlich auch nicht gerechtfertigt, aber es wird von einer neutralen Stelle dann nachgeprüft. Warum bist du gekündigt worden? Was ist mit deinem Vertrag? Ist nicht in die Sozialkasse eingezahlt worden? Über diese neutrale Stelle, Fair Work Foundation, wird das abgeprüft. Und so kann man dann in Schritten sozusagen Arbeitsbedingungen verbessern. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Sie haben ein Stichwort gegeben, die Fair Work Foundation, also die Organisation für faire Kleidung. Wie ist das, Herr Flaum? Wer ist dabei und was machen die? Ja, Fair Wear Foundation ist eine Stiftung aus den Niederlanden. Die hat schon mal eine ganz spannende Organisationsstruktur. Auf Englisch nennt man das Multi-Stakeholder-Initiative. Das heißt, also Stakeholder ist eine Akteursgruppe und diese Stiftung setzt sich aus verschiedenen Akteursgruppen zusammen, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, Unternehmen, Industrie. Und das ist schon mal der erste wichtige Unterschied, weil irgendwas halt hier, oder? Aber jetzt, okay, das genau. Wenn schwierig ist, müssten Sie einfach Zeichen geben, dass wir da nochmal gucken, dass wir da noch ein bisschen nachjustieren. Das heißt, die ist geboren worden, die Fair Wear Foundation, auch ja, hat auch die Kampagne für saubere Kleidung mit ins Leben gerufen, weil wir nicht mehr geglaubt haben, dass eine Kontrolle etwas bringt, die nur von der Industrie organisiert wird. Das ist klar. Also wenn, das ist wie wenn Sie eine Prüfung, eine Führerscheinprüfung bei der eigenen Mutter ablegen. Also das ist nicht glaubwürdig und wahrscheinlich wirkt es auch nicht so. Deswegen haben wir gesagt, oder die, die es damals gemacht haben, man muss die verschiedenen Akteursgruppen an den Tisch bringen. Und wenn die zu einem Urteil kommen, weil jeder zieht ja, jeder hat ein eigenes Interesse, ist legitim, dann hat es eine hohe Glaubwürdigkeit. Also das ist schon mal das Erste, wie ist das organisiert? Mhm. Das ist, die ganzen verschiedenen Akteure sitzen an dem Tisch, alle stimmberechtigt. Das ist das Erste. Das Zweite, die Fair Wear Foundation hat einen Kodex, da stehen die wichtigsten Arbeitsrechte drin. Das sagen die, wer Mitglied werden will, muss das einhalten oder einen Plan vorlegen, wie man da hinkommt. Und jetzt kommt eigentlich das Nächste, was ich an der Fair Wear Foundation so schätze. Die Fair Wear Foundation schickt nicht jetzt erstmal ein Kontrollteam, ich sage jetzt mal in die eine Fabrik, wo Hess Natur in Bangladesch fertigt oder woanders in Peru, weil die These ist ja eh, oder es ist mehr wie eine These, dass Arbeitsrechtsverletzungen immer wieder vorkommen, sondern die Fair Wear Foundation, die guckt erstmal, wie die Mitglieder einkaufen. Wie kauft denn Hess Natur ein? Wie kauft Jack Wolfskin, VD, wer da alles dabei ist? Wie kaufen die ein? Und wenn die so einkaufen, Lieferfristen, Abnahmepreise, dass Arbeitsrechte überhaupt möglich sind, dann macht es Sinn, Stichprobenkontrollen zu machen. Und das ist für mich der riesengroße Unterschied, weil fast alle anderen machen es anders. Die schicken teure Kontrolleure, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, da fliegt der Kontrolleur aus New York nach Bangladesch, hat einen halben Tag Zeit und soll rauskriegen, wie die Arbeitsbedingungen in der Fabrik sind. Die Fabrik ist die für Adidas oder Puma fertigt. Kostet viel Geld, bringt in der Regel gar nichts und, sage ich jetzt auch mal ganz spitz, Adidas und Puma ist es genau recht. Deswegen machen sie es ja. Woanders wissen sie, wo man sparen kann, da wird Geld verbrannt. Die Fair Wear Foundation macht es anders. Die guckt, kauft der Auftraggeber so ein, dass Arbeitsrechte möglich sind. Wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, ja, und es dauert 2, 3, 4 Jahre oft, bis der Auftraggeber an diesem Punkt ist, auch an dem Punkt ist, dass er die ganze Zulieferkette kennt, dann kann man diese Kontrollen im Land machen. Also das ist für mich, als ich das begriffen hatte, war mir klar, nur so ein Modell bringt was, alles andere ist Ablasshandel, Alibi und so weiter. Und vielleicht der letzte Punkt, was für die Fair Wear Foundation oder für dieses Modell, man könnte auch was anderes noch entwerfen, aber was mir hier so wichtig ist, die Fair Wear Foundation hat Kontrollteams vor Ort. Die stellt sie zusammen. Das sind verschiedene Menschen, Gewerkschafterinnen, Arbeitsrechtler, da kann jemand von der Kirche drin sein. Die sind vor Ort, die bleiben vor Ort. Und erst über Monate, vielleicht Jahre, baut sich zwischen den Arbeitern und diesem Kontrollteam ein Vertrauensverhältnis auf. Und das ist elementar. Wenn das Vertrauensverhältnis nicht da ist, werden Sie nicht rausbekommen, wie Arbeitsrechte sind. Ich wurde schon eingeladen von Unternehmen, hieß dann, kommen Sie doch mal, schauen Sie sich doch bei uns mal die Fabrik an, in, weiß nicht wo, Kambodscha, in El Salvador.
da ist alles in Ordnung. Habe ich noch nie angenommen, die Einladung, weil ich würde das nicht rauskriegen. Die haben zu mir genauso wenig Vertrauen, die Belegschaft, wie zu einem anderen Kontrolleur. Also deswegen, die müssen vor Ort sein und müssen über Wochen, Monate ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das ist eben das Besondere an der Fair Wear Foundation. Das ist ein komplizierter Ansatz, aber ich sage jetzt mal, das ist der einzige, der Aussicht auf Erfolg hat. Alles andere greift viel zu kurz, das ist die Billigvariante und die bringt nichts. Und mittlerweile sind, glaube ich, 90 Unternehmen Mitglied der Fair Wear Foundation. Also es spricht sich herum, dass es Qualität ist, aber eine Qualität, die man eben nicht billig mal schnell kriegt, sondern, und das weiß Hessen Natur auch, das ist Arbeit über Jahre, aber wenn es dann mal läuft, dann hat man wirklich Strukturen verändert. Können Sie da Firmen nennen, die da auch beteiligt sind und engagiert sind? Also ich habe das immer gern dann auch mit Namen, Ross und Reiter kann man nennen. Also wir hatten, Hessen Natur, muss man sagen, war das erste Mitglied außerhalb der Niederlande, die beigetreten sind. Das war 2005, da hatten wir vorher 2 Jahre ein Versuchsprojekt mit Hessen Natur. Und am Ende, und da war ich sehr froh, stand dann auch die Entscheidung, der Fair Wear Foundation beizutreten. Und mittlerweile sind viele Outdoor-Unternehmen dabei, also diese Wanderklamotten, ja, also Jack Wolfskin, VD, Schöffel, Deute, Haglöfs, Saleva, Otlo, ich weiß nicht, also 10, 15 Outdoor-Unternehmen und relativ viele Arbeitsbekleidungsunternehmen aus den Niederlanden. Das ist auch ganz spannend und aus Deutschland fast keins, also eins, Bierbaum Prönen, aber ganz wenig aus Deutschland. Und das zeigt auch, da kann man später vielleicht noch drauf kommen, die Niederländer, die haben ein ganz strenges Beschaffungsprojekt. Also wenn der Staat einkauft, müssen Arbeitsrechte eingehalten werden. Und deswegen sind dort die Arbeitsbekleidungsunternehmen in die Fair Wear Foundation, um das zu dokumentieren. In Deutschland haben wir auch so ein ähnliches Gesetz und der Staat kauft da ein, wo es am billigsten ist. Also der Staat geht schon mit schlechtem Beispiel voran. Und deswegen haben wir noch ganz wenig Unternehmen aus Deutschland aus dem Bereich Arbeitsbekleidung, aber gerade Outdoor, aber jetzt auch naturnahe Mode, also es sind dann einige Mitglieder. Ich würde gern, bevor wir das gleich nochmal öffnen und Sie auch die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen, hätte ich noch so 2, 3 Punkte, wo ich darum bitten würde, dass wir die nochmal kurz ansprechen, beispielsweise das Thema Gütesiegel, die es ja auch gibt. Wie ist das mit diesen Labels? Wie aussagekräftig sind die? Es gibt unterschiedliche. Wie vertrauenswürdig sind diese Labels? Ich glaube, dass nur diese Siegel und Label, die es gibt, müssen wir ein bisschen sortieren. Vorab, es gibt ja jetzt vom Minister Gerd Müller, den Namen kann ich mir so herrlich leicht alter Fußballfan, Entschuldigung. Der Gerd Müller hat ja eine Initiative losgetreten, hat gesagt, wir brauchen für Textil ein Siegel und während er es gesagt hat, wie es manchmal auch bei Politikern ist oder hinterher ist ihm dann klar geworden, das hat ein bisschen weitere Dimension. Also wir müssen tatsächlich, wenn wir vorhin die textile Kette gehabt haben, meines Erachtens müssen wir 2 Hauptpunkte dabei unterscheiden. Das ist einmal die, ich würde es jetzt mal vereinfacht nennen, die Ökologie und einmal das Thema Sozialstandards. So, und da geht es auch schon los. Also wenn Sie jetzt als Verbraucher sagen würden, also ich habe einmal vom Ökologie und bei Ökologie ist es dann immer Human- und Umwelttoxikologie nochmal. Also da gibt es verschiedene Gütesiegel tatsächlich am Markt. Das, was jeder kennt, ist das Ökotex 100. Ja, das ist, sage ich jetzt mal, besser als gar nichts. Also wenn Sie eine Socke aus China kaufen und da ist nicht mindestens ein Ökotex 100 drauf, werden Sie vielleicht Ihren Fußpilz los, Entschuldigung, aber den Rest, der Rest wird Sie dann wortwörtlich aus dem Pantin hauen, würde ich Ihnen von abraten. So, und dann gibt es darüber hinaus gibt es dann Biosiegel, die absolut glaubwürdig sind. Das ist einmal GOTS, Global Organic Textile Standard, oder im Outdoor-Bereich ist das dann das Blue Sign. Das sind also Label, die lang der textilen Kette, also auch genau gucken, welche Farbstoffe werden eingesetzt und so weiter und so weiter. So, und jetzt im Bereich Sozialstandards ist es leider ein bisschen komplizierter, weil da werden Sie eigentlich so am Markt, am Hangtag, also am Produkt selber, werden Sie kaum ein Label finden. Da müssen Sie eigentlich den Umweg gehen und da würde ich tatsächlich die Fair Wear Foundation hervorheben wollen. Die Mitglieder der Fair Wear Foundation haben die Möglichkeit, ihre Marke selber sozusagen unter den Schirm der Fair Wear, also wenn Sie bei uns ins Internet gehen zum Beispiel, dann sehen Sie Mitglied der Fair Wear Foundation, aber wir loben es nicht an jedem Produkt aus. Das ist so nicht angedacht.
Also da haben Sie schon als Frau Bauerin es nicht ganz einfach. Sie können jetzt nicht in den Laden gehen und gucken, gibt es irgendwo ein Soziallabel. Das könnte diese Initiative vom Gerd Müller, wenn wir ganz optimistisch sind wir beide nicht ganz, aber könnte vielleicht dazu führen, dass wir eines Tages mal sowas wie ein rudimentäres Label, das wäre mein Favorit, und darüber ein Premium-Label, und dieses Premium-Label dann wirklich in sich beides hat, also einmal ökologische Komponenten und Mindeststandards bezüglich der Arbeitsbedingungen. Aber in der Tat ist es für Sie als Verbraucher heute eine schwierige Angelegenheit, sozusagen in diesen beiden Hauptaspekten fündig zu werden. Sie sind eigentlich gezwungen, sich jeweils die Marken ein bisschen näher angucken. Sie ist Ihnen nicht geholfen, wenn Sie sagen, dann kaufe ich nur noch T-Shirts für 79 Euro. Da ist Ihnen nicht mitgeholfen. Also das können giftige Farbstoffe sein, und das kann auch unter schlimmsten Arbeitsbedingungen genäht sein. Bei den ganz, ganz billigen Konsumtempeln, wo wirklich das Zeug nur als Kaufrausch raus, da tun Sie sich vielleicht leichter, das zu bewerten. Aber nochmal, wenn Sie es genau wissen wollen, kommen Sie im Moment eigentlich nicht da vorbei, sich mit den einzelnen Marken näher zu beschäftigen und das zu hinterfragen. Das wäre die Frage an Sie. Wo finde ich als Verbraucher mit normalem Geldbeutel, wo finde ich faire Mode? Vielleicht auch auf die Frage vorher, aber das passt jetzt zu beiden. Wir haben wegen dieser vielen Label und Siegel, und es gibt immer mehr, haben wir dieses kleine Heftchen zusammengestellt, und wir nennen das einen Wegweiser durch den Label-Dschungel. Und das zeigt schon, dass wir da ganz skeptisch sind. Und wir haben so die gängigsten Label und Siegel analysiert, auch Ökotex 100. Und das ist hier immer auf einer Doppelseite zusammengestellt. Also ökologisch, sozial, fair, also ob Elemente aus dem fairen Handel drin sind. Und entweder kaufen Sie es bei uns, kostet 1 Euro, oder auf der Webseite grünemode.org finden Sie es dann auch nach Labeln, oder von H&M gibt es eine Linie, die heißt jetzt Conscious und so. Also da finden Sie immer von uns dann eine Einstufung, hält es, was es verspricht oder nicht. Bei H&M hält es das nicht, also nicht, dass hier ein Missverständnis entsteht. Aber das wäre jetzt fast auch schon die Antwort. Also entweder guckt man hier mal rein oder auf diese Seite. Und was ganz wichtig eigentlich ist, und das habe ich vorhin versucht zu erklären bei Fair Wear Foundation, es ist eigentlich die Methode, wie kontrolliert wird, die Struktur, ob die betrachtet wird oder nicht. Also dieses nur ein Label auf etwas kleben, das ist in der Regel, ist das eigentlich, sollen wir als Kunde und Kundin eigentlich eher in das Licht geführt werden. Also weil hier gibt es keine schnelle und billige Lösung. Ich finde, 1 Euro ist ein guter Preis, ist ein fairer Preis, könnte man auch sagen. Gut. Ja, glaube ich auch. Nicht für ein T-Shirt. Für das Heft. Ich würde das angesichts der auch schon etwas fortgeschrittenen Zeit gern öffnen, einfach für mögliche Fragen jetzt an Sie. Ansonsten hätte ich auch noch anderes. Aber vielleicht können wir das jetzt öffnen. Gibt es Fragen, Anregungen, Bemerkungen zu dem, was wir bisher gehört haben? Brauchen Sie ein Mikrofon, wäre meine Frage, oder geht es so? Ja, das wollte ich vorhin auch noch sagen, und dann beantworte ich Ihre Frage, dass das Land eigentlich gar nichts aussagt. Also es gibt Fabriken in China, in Bangladesch, wo die Arbeitsbedingungen sehr gut sind, und es gibt auch Fabriken, wo heute vielleicht Arbeitsbedingungen gut sind, wo aber jetzt ein neuer Abnehmer hinkommt und die so auspresst, dass der das schafft, innerhalb von Wochen diese Fabrik zu einer Schwitzbude zu machen. Und damit komme ich jetzt auch zu der Frage, nur in Deutschland hergestellt, würde ich noch nicht komplett gelten lassen, dass man jetzt sagt, da ist alles in Ordnung. Also auch die Kampagne für saubere Kleidung wurde gegründet wegen Missständen in den Niederlanden. Also da haben illegalisierte Menschen, Flüchtlinge, haben für C&A gearbeitet unter ganz miserablen Bedingungen, und deswegen wurde die Kampagne für saubere Kleidung gegründet. Also Deutschland ist jetzt noch nicht
das Prädikat, wo man sagt, alles prima. Also wir hatten vor einem Jahr gab es diesen Skandal, wo auch illegalisierte Menschen aus China in Italien Luxusmode hergestellt haben, Handtaschen für Gucci und so weiter, die kosten 20.000 Euro, die hatten überhaupt keine Arbeitsrechte. Aber natürlich kann man auch sagen, wenn es in Deutschland ist, hat man eher eine Chance, wenn was schief geht, dass man sich vielleicht beklagen kann, aber nicht mehr, wenn sie illegalisiert sind. Deswegen, ich glaube, es gibt in Deutschland beides. Wir haben auch mal so eine kleine Studie gemacht oder uns informiert. Es gab auf der Schwäbischen Alb auch Hersteller, da haben die Mitarbeiter sich nicht sagen trauen, dass sie Gewerkschaftsmitglied sind. Also die waren eingeschüchtert vom Chef. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen in Deutschland, wenn da ein Betriebsrat drin ist und wenn man dann vielleicht noch bei der Gewerkschaft kurz nachfragt und sagt, wie schätzt ihr den ein, dann ist das für mich eigentlich genau das, wo wir hinwollen. Also ein Unternehmen mit einer gewerkschaftlichen Arbeit, das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Wenn das mal existiert, braucht es die Kampagne für saubere Kleidung nicht mehr. Finde ich ein tolles Stichwort, weil wir alle haben ja den Reflex, wenn dann drin steht Made in China und so weiter, ist es erstmal grundsätzlich schlecht. Also das, da müssen wir tatsächlich aufpassen. Fände ich auch dem Land und dem da hart arbeitenden Menschen gegenüber einfach nicht fair. Also ich kann es da nur auch nochmal unterstreichen. Bitte? Deswegen spreche ich ja immer, dass es ein sogenanntes Management-System braucht. Also Sie brauchen alle Informationen tatsächlich vom Bauern in die Spinnerei, in die Strickerei, in die Färberei. Diese Informationen brauchen Sie, die müssen Sie einholen. Was übrigens ist auch ein Phänomen. In jeder anderen Branche, fragen Sie mal einen Autobauer, der sagt Ihnen jede Schraube genau, wo die herkommt, wo sie hergestellt ist, aus welchem Material sie ist. Gehen Sie in große Kaufhäuser, jahrelang war das so, da wusste keiner, wo es herkommt und in Deutschland mussten sie es ja auch nicht ins Etikett schreiben und so weiter. Und da wussten die ja noch nicht mal, ob sie die gesetzlichen Mindestanforderungen an Schadstoffe, Bedarfsgegenständeverordnung überhaupt einhalten können, weil sich keiner darum gekümmert hat. Also das ist schon in dieser Textilbranche über Jahre schon, sag ich mal, flapsig ein Phänomen. So, aber Sie haben recht, man muss also die Information einholen und man muss die nachvollziehen und dafür braucht ein System. Und das ist natürlich tatsächlich auch eine Menge Information. Also ein Unternehmen wie Hess Natur, in Anführungsstrichen, leistet sich das. Also wir haben eine Abteilung mit 8 Mitarbeitern. Riesenunternehmen haben keine Abteilung, die sich mit 8 Mitarbeitern um diese Themen Ökologie und Sozialstandards kümmern. Aber uns ist es eben wichtig und richtig, hat für uns natürlich den Vorteil, ganz klar, gebe ich auch zu, dass wir da alleine gestellt sind, im positiven Sinne, dass wir sagen können, liebe Verbraucherin, soll dir natürlich gefallen, das T-Shirt, aber du kannst dem auch trauen. Und damit sie unserer Firma trauen, muss ich ja erstmal in Vorleistung gehen, muss transparent sein, muss ihnen die Informationen geben können. Wir können das. Wir können das und ich halte es aber auch, und deswegen mache ich mich in der Branche immer unbeliebt, ich halte das absolut auch für notwendig. Deswegen auch diese Diskussion mit dem Gerd Müller jetzt, wo ich sage, das ist eine rudimentäre Forderung, die auch eine Renate Künast, die sich da damals als Ministerin noch stark eingesetzt hat, die auch diese Transparenz eben einfordert. Weil da, wo wir Transparenz haben, können Sie als Verbraucher übrigens ja auch stärker reingreifen und sagen, ah ja, die Information habe ich jetzt, sag mal, ist denn das und so weiter. Aber die Information können Sie ja einholen, das geht, wenn Sie diese Aufwände betreiben. Wir nochmal, wir wissen, die Baumwolle, ich bin ja sogar auf dem Feld gewesen, die Baumwolle kommt da und daher, wird da und da weiterverarbeitet. Natürlich, die wird durch die Gegend gejuckelt, das ist heute so. Also in Westafrika wird keine Baumwolle mehr, noch nicht mal gesponnen, weil die Qualität, da gibt es keine Spinnerei, die Ihnen eine Qualität liefern könnten, damit Sie hinter so ein tolles Hemd kriegen. Und das ist natürlich unser aller Erwartung inzwischen. Wir wollen einfach eine super Qualität haben. Na gut, aber immerhin, der Bauer in Westafrika, der kann eine Bio-Baumwolle anbauen, der hat keine Pestizide im Einsatz, er hat keine genmanipulierten Baumwollsaaten, die 35 Mal so teuer sind und ihm sozusagen sein wortwörtlich sein letztes Hemd raubt und so weiter. Und so geht das dann Schritt für Schritt in der sogenannten textilen Kette, können Sie das dann weiter nachvollziehen.
Und wenn sie GOTS zertifiziert sind zum Beispiel, dann wird das auch eingefordert. Da gibt es wirklich die Zertifikate, wo man genau nachfordert, ah, hier ist die Baumwolle, und so am Ende, du hast am Anfang 20 Tonnen Rohbaumwolle gekauft und ganz am Ende sind so und so viele T-Shirts dabei rausgekommen, hier, die und die Verluste, ja, kommt hin oder nicht. Faire Mode, ich würde gern, ja, dann Sie zuerst gern. Wenn ich jetzt ja sage, lehne ich mich ein bisschen über den Balkon, aber ich sage ja. Weil wir arbeiten mit, ich glaube, über 70 Lieferanten zusammen, aber die kennen wir. Und natürlich ist es nicht gestattet, diese Subaufträge zu geben. Und wir haben eine Vereinbarung, dass wir einem Lieferanten sagen, wenn du nicht dran vorbeikommst, dass du sagst, das schaffe ich jetzt nicht, ich möchte das abgeben oder diesen Teil, diesen Kragen kann ich nicht nähen, dann haben wir eine Vereinbarung, dass wir das kennen, dann können wir diesen Subauftrag, Subunternehmer freigeben oder eben nicht. Und solche Verhältnisse zu unseren Lieferanten haben wir. Und deswegen ist mein Lieblingsmantra schon fast, immer, ich sage immer, wir müssen Bewusstsein schaffen. Also das eine ist natürlich, das, wo Sie drauf andeuten, ist ja auch ein arabisches Sprichwort, vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel an. Also hinfahren auch, das überprüfen, das ist alles richtig. Aber natürlich müssen Sie auch sowas wie ein Vertrauen aufbauen am Ende. Also damit kann man, ich könnte mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, das würde uns nie passieren. Ich kann mich auch hier nicht hinstellen und sagen, es würde nie passieren, dass mal irgendwie, was weiß ich, eine Kontamination, dass überall sind es Menschen und überall gibt es schwarze Schafe, aber Sie können das Risiko können Sie extrem reduzieren, wenn Sie ein Unternehmen kennen, wenn Sie mit den Leuten zusammensitzen, wenn Sie sich fair dem gegenüber auch verhalten, dass Sie sagen, ich will, dass du deine Überstundenproblematik in den Griff kriegst und dann sagt er, naja, dann zeig du dich aber verbindlich und sag mir, dass ich die nächsten 3 Jahre auch in diesen Volumina die Aufträge kriege. So, und dann bauen Sie ja eine Geschäftsbeziehung auf, eine faire Handelsbeziehung zum Lieferanten. Und habe ja schon einige Monde gesehen, aber das ist wirklich auch meine Erfahrung, wenn man mit Menschen fair umgeht, gegenseitig, fordere ich ja auch ein, dann funktioniert das. Eine Nachfrage? Danke für die Vorlage, weil das, wo ich auch wirklich, wenn ich rausgehe, dann bitte auch appelliere an Verbraucher, diesen Appell nimmt ja nicht die anderen Stufen in der Textilkette aus der Verantwortung. Natürlich ein Unternehmen wie Hessatur, aber auch, was weiß ich, ein Discounter und wer auch immer, hat ganz klar die Verantwortung, was er verkauft. Er muss wissen, wo und wie es hergestellt ist. Aber wenn die Verbraucher sich die Informationen einholen und ganz bewusst A, es einfordern zum Beispiel und B, vielleicht irgendwann sogar sagen, dann kaufe ich es da eben nicht mehr, das halte ich immer noch für extrem effektive Marktmechanismen. Und da gibt es auch Firmen, die gut auf dem Weg sind. Es gibt auch große Firmen, die gut auf dem Weg sind, die vielleicht noch nicht so weit sind, aber die auf dem Weg sind. Und andere Firmen wiederum sagen, unsere Kunden fragen da überhaupt nicht nach. Sie werden jetzt von mir jetzt nicht unbedingt Namen wissen wollen, aber ich kenne solche Firmen auch, wenn sie sich mit den entsprechenden Akteuren unterhalten, dann sagen sie, solange da keiner nachfragt, Kopf einziehen und durch. Und deswegen auch das, was Frau Kühners dann sagte in einem Gespräch, was wir letzte Woche in Berlin hatten, wo sie eben diese Transparenz einfordert, damit der Verbraucher, je transparent die Kette gehalten ist, desto mehr Möglichkeiten hat der Verbraucher ja auch sozusagen in die Wunde zu greifen und nachzubohren. Und wenn Sie bei einem Unternehmen immer wieder nachbohren, sag mal, wie machst du das und das, ah ja, jetzt habe ich erfahren, du produzierst in Bangladesch und so weiter oder du machst dies und das, also eine Transparenz, und dann kann ich ja auch hinterfragen und dann durch so eine Penetranz erzeugen Sie natürlich dann auch Bewegung und dann tut sich auch was. Hier vorne sind 2 Meldungen, die habe ich gesehen, aber ich würde erst nochmal Herrn Flaum bitten, die Umsatzzahlen für fair gehandelte Produkte steigen stetig.
Aber es ist natürlich nur ein Segment, bei Kaffee beispielsweise knapp über 2%. Wie ist die Perspektive für faire Kleidung, für faire Mode? Ich bin mir da nicht sicher, wie die Perspektive ist. Ich glaube schon, dass es weiter zunimmt, aber ich glaube jetzt nicht in dem Bereich, wo wir zufrieden sein können. Also ich glaube, dass das weiterhin wächst, aber wir sind ja trotzdem noch in dem ganz, also in dem 1%-Bereich oder so, oder also in dem ganz kleinen Bereich, also in dem einstelligen Prozentbereich. Und deswegen würde ich auch auf diese Frage von Ihnen, was noch zu tun ist, sagen, natürlich ist das eine, was wir Verbraucher und Verbraucherinnen tun, das ist ganz wichtig, das kann auch beispielhaft sein, das zeigt auf, dass es geht. Also für uns war es damals auch wichtig, dass Hess Natur in die Fair Wear Foundation ist. Es war wichtig, dass Jack Wolfskin und so weiter in die Fair Wear Foundation sind, dass man so aus dieser Spinnerecke herauskommt. Weil ich sage mal, Jack Wolfskin, das ist Mode mittlerweile. Wenn die das machen, dann kann es, ich sage mal, Adidas oder Puma auch, weil die Produkte sind oft die gleichen. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, das ist die zweite Säule und das sind gesetzliche Regelungen. Also das werden wir als Verbraucher und Verbraucherinnen nicht hinkriegen. Und ich finde auch, das ist auch nicht nur unsere Verantwortung. Also wir haben hier uns ein Konstrukt geschaffen, diesen Staat, und da gibt es auch Zuständigkeiten. Und was wir immer fordern als Kampagne für saubere Kleidung ist, das muss gesetzlich geregelt werden. Dann hat man ganz andere Instrumentarien und Kampagnen haben eine Konjunktur. Ja? Also ich sage mal, wenn nach Rana Plaza mit 1100 Toten, da hatten wir einen größeren Einfluss, da waren wir in allen Medien, das kann auch wieder runtergehen. Deswegen, das muss gesetzlich geregelt werden. Auch, weil es für ein Unternehmen wie Hess Natur lohnt sich auch ein bisschen mehr oder eher, sage ich mal, das soziale Bewusstsein zu dokumentieren. Ja? Also das ist für sie einfacher und es macht sich vielleicht eher bezahlt, weil sie haben auch einen Kundenkreis, der so etwas auch einfach auch zum Glück einfordert. Wenn ich von Aldi rede oder Lidl, da ist das ganz anders. Und deswegen ist unser Ansatz, das müsste gesetzlich geregelt sein und dann haben alle Unternehmen die gleichen Startbedingungen. Ja, dann zahlt nicht einer, der jetzt sagt aus Unternehmenskultur, ich möchte das jetzt machen, aber das kostet mich jetzt erstmal Geld, sondern dann fangen alle beim gleichen Level an. Und ich finde, es ist überhaupt nicht zu akzeptieren, dass die Politik hier seit 10, 20 Jahren absolut pennt und dass brutale Lobbyverbände es immer wieder schaffen, das zu verhindern. Und so ein kleines Beispiel ist, es ist nicht mal geregelt, dass in unserer Kleidung steht, wo das Ding herkommt. Da können Sie reinschreiben, was Sie wollen. Wenn Sie Mond draufschreiben, wird es noch keiner merken, dass irgendwas nicht stimmt. Also da schreiben Sie Deutschland rein. Ich habe schon Etiketten gesehen, da stand dann Made in Italy. Das war in der Fabrik in Nicaragua, da haben die das eingenäht. Ja, also das ist nicht geregelt und das ist so ein Hinweis, welche Lobbyverbände da ziehen. Also deswegen mein Plädoyer, meine Antwort, natürlich wir Konsumenten, Konsumentinnen, aber letztendlich ist das eine Frage der Politik, dass nur noch Produkte nach Deutschland, in die EU kommen, wo Mindeststandards eingehalten werden. Nee, das ist ein ganz wichtiger Punkt und in diesen Abkommen, die Sie ansprechen, steckt aber auch eine Chance. Ne? Also nicht, dass ich die jetzt verteidigen will, aber die können beides machen. Die können das noch weiter aushöhlen mit diesen undemokratischen Schiedsgerichten, aber man könnte es ja auch reinschreiben. Man könnte ja ins Freihandelsabkommen auch reinschreiben, dass Sozialstandards dazugehören. Das wird natürlich nicht forciert, aber deswegen sehe ich das auch eher als Gefahr an. Aber jetzt mal naiv gesagt, beides wäre ja möglich. Aber erstmal ist es natürlich eine Gefahr. Diese Freihandelsabkommen gehen genau in die andere Richtung, das ist ganz klar. Ganz so naiv ist es vielleicht nicht. Also wenn ich meine, was Minister Müller jetzt angeregt hat, das als deutsche Regelung ist extrem naiv, weil es gibt keine deutschen Regelungen mehr, zumal das ja eine extrem internationale Branche ist. Aber er stellt es jetzt ja so dar, dass er sagt, wir starten jetzt mal in Deutschland auch über die Diskussionen, dass wir sie dann deutschsprachig machen können, um sie dann nach Brüssel zu bringen. Wenn das dann tatsächlich gelingen sollte, ich glaube, die Öffentlichkeit ist jetzt schon dafür da, die Sensibilität gibt es, also von daher bin ich nicht ganz so pessimistisch.
Und wenn das dann aber erstmal auf EU-Ebene angekommen ist, dann ist es natürlich mit Import. Also dann wird man da nicht mehr dran vorbeikommen, oder die Amerikaner. Aber vielleicht eine Anmerkung dazu. Es ist ja auch typisch, die Sache mit diesem Textillabel, die kommt vom Entwicklungsminister. Also die sehen natürlich, ja, aber die sehen vielleicht eher die Menschen. Aber diese Freihandelsabkommen, die haben ja jetzt nichts mit dem Entwicklungsministerium zu tun, sondern das sind andere Ministerien. Und ich glaube, da wird schon gerade versucht, bevor irgendwas passiert, macht man Freihandelsabkommen, dass Unternehmen klagen können, wenn sie einen Wettbewerbsnachteil haben. Ja, ja, alleine das in die anderen Ministerien rüberzubringen, das wird schwer. Hier vorne ist noch eine Frage. Ich habe gehört, dass das vorkam. Ja. Nee, und Aldi hat auch, wollte uns auch verklagen. Also die haben von Anfang an mit einer Unterlassungsklage gedroht. Und dann, also das ist auch so ein schönes Beispiel, dass man da nicht sofort klein beigeben muss. Das wurde dann so solidarisch auf zig Websites gebracht, dieses Faltblatt, dass es gar nicht mehr möglich war zu wissen, also da hätte man Verdi und so weiter, jeder hatte das plötzlich auf der Website und dann also es hat Aldi kapiert, dass sie da am besten jetzt mal gar nichts mehr machen und wir haben das seit, ich weiß nicht, 4 Jahren, 5 Jahren haben wir das im Angebot und ja, gleich am Anfang, also der Rechtsanwalt von Aldi, ganz böse und dann haben wir nachgedruckt, ne, und haben es drauf ankommen lassen und es wurde so gut. Also es, so auch als Anekdote, sogar Radio Vatikan hat berichtet, dass ein deutscher Supermarkt eine christliche Initiative mundtot machen will. Also das war... Also es gibt schon die Möglichkeit, etwas zu tun. Das ist ein gutes Beispiel. Ganz hinten in... Ja, Sie bitte. Also ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, im Blick haben. Also weil die Kampagne ist ein großes Bündnis, das war uns von Anfang an klar. Wir haben auch immer gesagt, wir wollen nicht, also das kam erst dann mit Rana Plaza, dass wir bei Kik was gemacht haben. Aber wir haben immer gesagt, wir wollen nicht vor Kik demonstrieren, genau wegen der Menschen, die da einkaufen müssen. Bei Aldi, Lidl geht es uns eher um die, die da nicht einkaufen müssten. Also weil das ist ja auch, Aldi hat Champagner im Angebot und Lidl. Also das, ich glaube, es ist trotzdem, ich glaube 80% der Menschen aus Deutschland kaufen bei Aldi ein und das müssten nicht so viele. Also deswegen thematisieren wir es, aber es ist ganz klar, dass es auch Menschen gibt, die einfach billige Kleidung kaufen müssen und sehr viele. Ja. Bitte. Ja, ist die Frage nach den Händlern oder Zwischenhändlern, die es da gibt? Ja, ne? Oder den, wie? Die Frage nach den Produktionsmitteln und wer die bekommt. Ja, ja. Auf jeder Stufe. Ja. Ich meine, ich kann ja den Anfang vielleicht beantworten. Bei den Betrieben sind die Produzenten in der Regel nicht die das große Geld machen. Also das ist, ich habe es vorhin von Bangladesch gesagt, da gibt es, weiß nicht, ob die Berechnung stimmt, aber kann sein, dass pro Näherin im Monat 50 Dollar oder Euro Gewinn gemacht werden. Das ist sehr wenig eigentlich. Also da wird der Produzent in Bangladesch, in El Salvador, der ist oft auch so ein kleines Rad in diesem Spiel, der auch erpressbar ist. Also das ist auch unsere Erfahrung, weil ob der den Auftrag bekommt, oder sein Nachbar, oder der im Nachbarland, oder nicht die in Mittelamerika, sondern in Asien, das ist ja egal, ja? Also wo das weiße T-Shirt herkommt, und deswegen sind die eigentlich erpressbar. Also da sehen wir nicht die Hauptverantwortung, aber schon, die haben auch Einfluss, also niemand muss jemand beleidigen. Aber wir glauben, dass also der große Gewinn ist nicht dort, der ist dann eher bei den Aktiengesellschaften ganz oft. Also da haben wir so Preisaufschlüsselungen, Adidas, Puma, also wo da, also diese Marken machen oft sehr viel Gewinn, obwohl sie ja überhaupt nichts mit der Produktion zu tun haben. Die vergeben ja nur Aufträge. Ganz hinten, ja. Und jetzt sind sie bei mindestens 2 Milliarden, ja ich weiß es, mindestens 2 Milliarden Euro gibt Adidas im Jahr für Werbung aus.
und der Schuh, der genäht wird, die Näherin bekommt ein paar Cent und verkauft wird dann für 120 Euro. Und Material sind dann für wahrscheinlich auch nur für 2 oder 3 Euro drin. Das ist dann schon, das ist natürlich ein ganzes. Da kann ich Ihnen eine Anekdote erzählen. Ich bin ja, erzähle ich jetzt gar nicht von Hessler Tour, sondern aus meinem Leben davor. Ich bin, in meinem früheren Leben, ich habe vorhin erzählt, dass ich immer in der Ökologie gearbeitet. Ich habe mal nach meinem Studium, wollte ich nicht Maschinenbau machen, Atom und so weiter und so weiter. Dann habe ich einen Bioladen aufgemacht, dann habe ich Brote verkauft. Das war noch ganz früh, so alt bin ich schon, in den 80er Jahren, da gab es noch gar nicht so viele, aber hier in Göttingen garantiert auch schon, Bioladen. Und dann habe ich dann Brote für 4,70 D-Mark verkauft. Und dann kamen die Leute in den Laden, haben gesagt, also da kam dann ein Kunde auf mich zu und sagte, Mensch, Heimann, 4,70 Mark für so ein Brot ist aber viel. Und dann habe ich abends, ich habe ganz schlecht geschlafen, weil ich dachte, das ist ja ein Grundnahrungsmittel. Aber die 50 Brote, die ich verkauft habe, von den 7, die dann noch übrig blieben und so weiter, also da habe ich noch nicht mal Geld dran verdient. Den gleichen Mann habe ich dann 14 Tage später, kam ich mit meinem holprigen VW, den ich nach Feierabend immer repariert habe, weil damals musste man noch weit fahren, um die Lebensmittel einzukaufen. Also die Bio-Lebensmittel, habe ich den an der Tankstelle gesehen und der fuhr dann gerade mit seinem 280er davor. Also da habe ich eine Menge raus gelernt. So, das heißt also, man muss von Wertigkeiten auch sprechen. Und jetzt komme ich, ne, also Dinge haben ihren Wert. Und wenn Sie jetzt bei Hessler Tour ein Hemd für 59 Euro kaufen oder für 69 Euro oder eine Jeans, dann ist die das Geld wert, vor allem wenn ich sie dann vergleiche mit anderen Marken, die für den gleichen Preis ein Hemd verkaufen, wo die Baumwolle aber nicht bio ist, wo die Prozesse nicht gesichert sind, wo keiner weiß, welche Farbstoffe und überhaupt schon mal gar keiner weiß, unter welchen Bedingungen sie hergestellt sind. Also ich finde immer in Relation, Textilien müssen, haben ihren Wert, ihren Preis. Und wenn Sie das im Wert vergleichen, finde ich, Entschuldigung, aber ganz ehrlich, finde ich überhaupt nicht, dass wir teuer sind. Natürlich, wenn wir uns, wenn ein T-Shirt bei Hessler Tour 14,90 Euro oder 19,90 Euro kostet und Sie das mit Kit vergleichen, also um einfach nochmal einen Namen oder ich könnte jeden anderen nennen, der es für 3,90 Euro verkauft, okay, das ist aber teuer. Deswegen hatte ich ein bisschen weiter ausgeholt und das erzählt, hatte diese kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben mir erlaubt, mal zum Besten zu bringen. Aber das erzähle ich auch meinen Studenten. Also Nachhaltigkeit steht auf 3 Säulen. Einmal die gesellschaftliche Bezug, Ökologie, aber auch Ökonomie. Also das heißt also, Sie können nur nachhaltig agieren, wenn Sie am Ende natürlich irgendwo auch ein das in einen gesunden Rahmen bringen. Ich das damals mit meinen Broten hätte es meiner nicht gemacht. Natürlich haben Sie recht, also die Gewinne, die gehen an einen Gesellschafter, der das Unternehmen gekauft hat. Und wenn damals die historische Möglichkeit einer Genossenschaft, wenn die Chance real gewesen wäre, da bin ich bei Ihnen. Das wäre bestimmt, das wäre übrigens historisch, hätte nie so eine große Genossenschaftsgründung gegeben. Aber nochmal, ja, es ist so, dass Gewinne abgeführt werden, aber in einen Schweizer Investor, der ganz klar die Bereiche Ökologie und Sozialstand, also die Werte des Unternehmens von unserem Unternehmensgründer Heinz Hess, der übrigens sein Unternehmen verkaufen musste seinerzeit, weil er nicht mehr ökonomisch genug gearbeitet hatte. Und diese Bereiche Sozialstandard, Ökologie sind gestärkt, seitdem wir die Investoren haben. Das ist mein Bereich und das kann ich Sie sagen, ich habe inzwischen 3 neue Mitarbeiter eingestellt. Wir sind größer geworden, meine Möglichkeiten im Unternehmen sind gewachsen, Dinge zu gestalten. Also das macht mich auch ein bisschen, also sind ja nicht die Einzigen, die so reagieren. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Nochmal in einem Satz, ja, eine Genossenschaft wäre historisch bestimmt eine richtig spannende Sache gewesen, habe ich übrigens auch befürwortet, hätte ich damals gut gefunden. Und wir haben aber auch andere Investoren wie Carlyle, ein amerikanischer Investor, hat die Belegschaft, ist auf die Straße gegangen, hat gesagt, unter dem arbeiten wir nicht. Sind 300 Leute sind damals auf die Straße gegangen und als Capvis kam, ein Schweizer Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hatte, eben kleine Unternehmen, die in ihrem Bereich Marktführung gesagt haben, und Hessler Tour ist marktführend im Bereich Ökologie, Sozialstandards. Das war für uns
für uns als Belegschaft war das akzeptabel. Wir konnten den Weg mitgehen und wir sind da überhaupt von unserem Gesellschafter bis heute, nach 3 Jahren, in keinster Weise enttäuscht worden. Gut, danke für die kritische Anfrage, für die Antwort ebenfalls danke. Ja. Gibt es noch Fragen, weil wir so jetzt von der Zeit her zum Ende kommen können? Ja, bitte. Also wir zahlen Mitgliedsbeitrag, den ich auch absolut legitim finde. Wir haben ja auch eine Gegenleistung, die wir da bekommen. Ich denke, wenn kritisch wäre es, wenn die Unternehmen komplett die Fair Wear Foundation finanzieren würden, weil dann wäre es ja keine, dann wäre es ja nicht mehr paritätisch. Und das ist in der Tat dann allerdings auch die, nach meiner Einschätzung, mal die Achillesferse in dieser Organisation, weil die Organisation, also diese Multi-Stakeholder-Organisation, ist sozusagen davon abhängig, dass sie aus allen Bereichen und da natürlich die NGOs können diese Beiträge logischerweise natürlich nicht reinbringen. Und von daher sind die Holländer natürlich auch immer irgendwo auf staatliche Unterstützung. Und als ich das mal naiv, wie ich manchmal bin, dann wo ich gesagt habe, naja, den Teil könnten ja die Unternehmen vielleicht damit einsteigen, aber genau das würde dann nicht funktionieren, weil dann natürlich keine paritätische Gewichtung mehr. Aber es funktioniert, die Fair Wear Foundation wächst und es ist abhängig vom Umsatz. Ich kann das ruhig sagen, glaube ich. Wir zahlen 10.000 Euro, glaube ich, so irgendwo in der Größenordnung dafür und haben natürlich noch entsprechende viel mehr Kosten durch die ganzen Audits und so weiter, die wir machen. Also das geht dann schon erheblich noch hoch, aber dieses Investment oder Engagement, was wir in die Organisation zahlen, ist eine absolut sinnvolle Angelegenheit. Eine abschließende Frage an beide hätte ich noch. Und zwar, wenn Sie einen Wunsch frei hätten und wir würden uns vorstellen, wir sitzen hier in 2 Jahren wieder zusammen als Gäste in der reformierten Gemeinde. Was wäre anders als heute in Bezug auf faire Kleidung, faire Mode? Ich würde mir ein Gesetz wünschen, das das streng regelt, weil eigentlich haben wir alles. Also wir haben das Wissen, wie faire Kleidung, wie saubere Kleidung hergestellt werden kann. Wir haben das ökologische Wissen. Wir haben Unternehmen, die hier Vorreiterfunktion übernehmen. Es wäre alles da. Und wenn wir es schaffen würden, dass das gesetzlich geregelt wird in Europa, wenn nur Kleidung auf den Markt kommt, die einen hohen Standard erfüllen kann, dann würden wir so eine Sogwirkung entfalten, wenn die Aufträge, die Bundesregierung für die Bundeswehr, für uns, also es wird ja auch viel Kleidung in Deutschland von beschafft, öffentliche Beschaffung, wenn das alles nach diesen Standards getätigt werden müsste, dann wären wir ganz woanders. Also die Lösungen liegen da, aber es fehlt der politische Wille und wir haben es mit sehr mächtigen Lobbyverbänden zu tun, die das immer noch sehr erfolgreich verhindern. Also das würde ich mir wünschen, weil dann hätten wir sofort, die Lösungen haben wir kommen nur noch nicht so richtig zum Zug, wir sind immer noch in einer gewissen Nische. Ja, stimme ich zu, finde ich auch einen guten Ansatz. Wie gesagt, einen zarten Optimismus habe ich jetzt, weil die Regierung zumindest jetzt in ersten Schritten aktiv wird. Ansonsten, Mike, würde ich Ihnen komplett zustimmen. Ich bin, wenn ich mit Kollegen von Ihnen so spreche, da ein bisschen optimistischer als ihr, weil ihr habt natürlich diesen harten Kampf, der ihr opfert eure Freizeit, das ist ja extrem viel Ehrenamt in eurer Tätigkeit. Aber ich finde, das ist auch eine super erfolgreiche Sache. Wenn ich überlege, als wir uns kennengelernt haben vor 12 Jahren, wie war da die Situation, wie ist jetzt? Und jetzt komme ich wieder auf, ich bin der Meinung, dass das Bewusstsein, mit welchem Preis auch immer, okay, aber dass das Bewusstsein gestiegen ist, das Bewusstsein bei den Verbrauchern, das Bewusstsein auch bei den Unternehmen, leider überhaupt noch nicht alle, aber es gibt immer mehr Unternehmen, mit denen ich mich unterhalte, die es nach und nach in kleinen Schritten für sich erkennen, also kommen wir jetzt nicht mehr dran vorbei.
die hoffentlich dann einen Einfluss auf ihre eigenen Verbände und Lobbyisten nehmen, bin ich auch wieder bei Ihnen. Und das Bewusstsein bei den Verbrauchern steigt. Veranstaltungen wie heute sind ja nun bis auf den fast letzten Stuhl besetzt. Also das, es geht immer mehr durch die Medien. Die letzten 12 Monate habt ihr eine große Aufmerksamkeit bekommen oder wir alle. Und also es tut sich was. Von daher bin ich jetzt nicht ganz so pessimistisch. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir in 2 Jahren hier sitzen, dass sich dann tatsächlich einiges getan hat. Und dann höre ich auf. Was ich gelernt habe, ist, das habe ich in der Ökologie gelernt, in den 90er Jahren haben wir noch überlegt, wie kriegen wir schwermetallfreie Farben hin, haben wir überlegt, wenn wir schwermetallfrei, dann wäscht sich das aber alles aus, ist nicht mehr schwarz, sondern nur noch hellgrau. So, und inzwischen gibt es komplett überall in Europa schwermetallfreie Farben, das heißt also, ich will damit sagen, Entwicklungen gehen gar nicht linear, sondern Entwicklungen gehen immer irgendwo exponentiell auf. Und wir sind exponentiell noch ziemlich weit unten, das kann aber irgendwann auch mal, und diesen Optimismus habe ich, der gibt mir zumindest täglich meine Energie, da weiter auch für zu kämpfen. Ich glaube daran, dass es zumindest mehr als linear eines Tages ansteigen kann. Gerne auch mit Hilfe der Politik oder unbedingt auch. Ich habe noch einen ganz, ganz anderen Punkt, der ist mir noch wichtig. Das Alternativhandeln, bewusst handeln, heißt für mich auch zum Beispiel Secondhand-Kleidung kaufen, Kleidertauschbörse und so weiter. Also, weil dann kommt man nämlich auch raus aus dieser Debatte zu teuer und tut der Umwelt einen unglaublichen Dienst. Also es gibt so schön... Zum Beispiel, ja. Also das wollte ich nur noch mal sagen, weil es hieß ja ein paar Mal auch, ist alles teuer und so. Und es ist richtig, noch sind die Alternativen in der Regel eher teurer. Aber es gibt so schöne Secondhand-Läden, es gibt Kleidertauschpartys. Das heißt, das finde ich auch eine sehr wichtige Sache, plus eben das politische Engagement. Dann hat man so 2 Säulen. Die dritte ist dann der bewusste Konsum, wenn man wirklich was Neues kaufen muss.